wir sind wieder daheim mit Toni. Hallo Leute. Wir sind wieder da und letzte Folge war ganz schön spannend. Wir haben nämlich tatsächlich das Eye of Ender hergestellt. Hier ist es. Schau es dir an. Oh yeah. Schau es dir an. So, wir sind mit dem Eye of Ender. Wir haben es übrigens letzte Folge nochmal gefunden. Es war in einem Baum stecken geblieben. Und sind jetzt auch wieder nach Hause gekommen. Hier in unsere gute alte Stube. Unsere Hütte. Ja, haben hier schon mal ein bisschen was eingelagert. Wir haben hier unsere Betten. Und das Ganze sorgt jetzt dafür, dass wir umziehen müssen. Was? Ja, leider. Tut mir leid. Wir müssen nämlich jetzt Richtung Enderdrachen ziehen und wir wissen nicht, wie lange diese Reise gehen wird. Wir müssen nämlich jetzt mit unserem neu hergestellten Auge, müssen wir sozusagen uns hinstellen und das Eye of Ender werfen. Wirf es mal mit Rechtsklick am besten. Egal wohin. Ja, einfach in die Luft. Oh Gott. Juhu, und dann sehen wir, okay, das Eye of Ender sagt uns, wir müssen in diese Richtung gehen. Das heißt, immer, wir bemerken, egal wie wir es werfen, guck mal, wenn ich es jetzt nochmal werfen würde und ich werfe es zum Beispiel in die andere Richtung, fliegt es sowieso in diese Richtung wieder. Und wir müssen aber aufpassen, ich habe jetzt trotzdem nochmal nachgelesen, Toni, Eye of Enders können auch kaputt gehen, okay? Deswegen dürfen wir nicht leichtsinnig damit umgehen. Wir wissen jetzt, dass die Richtung, in die wir hingehen müssen, um den Ender Dragon zu besiegen, und wie weit wir aber in diese Richtung gehen müssen, wissen wir nicht. Jetzt begeben wir uns auf eine Reise, Und deswegen packen wir uns einfach mal die wichtigsten Sachen ein, ein paar Bücher, so schau mal in deinem Inventar so nach, diese ganzen kaputten Spitzhacken und so ein Kram, Kupfer und so, kann man eigentlich alles weglassen, so die viel zu viele Kürbisse brauchen wir nicht, ein Grindstone können wir mitnehmen. Für dich fragt sich natürlich die Frage, was sind die wichtigen Items, oder? Ja, ja, okay, also brauche ich zwei Eimer. Ja, nimm die Eimer mit, das passt. Beide Eimer? Ja, ja. Okay, gut. Ah, warte mal, weißt du, was wir übrigens auch vergessen haben? Wir haben einfach noch 21 Baked Potatoes noch gehabt. Das heißt also 10 Kartoffeln für dich, 10 Kartoffeln für mich, für den Marsch. Und dann haben wir eigentlich alles Wichtige mitgenommen. Jetzt gehen wir einfach weg von unserem Zuhause. Bist du bereit für den Marsch, Toni? Ich bin bereit für den Marsch. Juhu! Ihr schafft das. Okay, okay. Also, wir wissen, in welche Richtung es geht. Ich nehme hier nochmal ein bisschen die Rails mit. So. Und wir müssen uns einfach beeilen, okay? Du hast das Enderauge, richtig? Ja. Ja. Okay, alles klar. Oh, weißt du, was wir machen können? Und zwar, wir bauen uns jetzt doch nochmal ein Crafting Table. So, halt dich fest, okay? Toni, halt dich fest! Bist du bereit? Ich halte mich fest. Was bauen wir? 3, 2, 1. Ein Boot! Nein! Cool, oder? Oh mein Gott! So. Ich will da rein! Ja, komm mit rein, dann können wir zusammenfahren. Du musst Rechtsklick drauf. Und das war's. Okay, wir müssen wieder aussteigen. Das war leider alles. Ich dachte, wir fahren jetzt. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich ertrinke. Nein, tust du nicht. Okay, also in die Richtung hier, wo wir gerade hinlaufen, Südosten müssen wir hinlaufen. Und wir müssen da jetzt so lange hinlaufen, bis wir entscheiden, dass wir wieder eine Enderperle werfen müssen. Mhm, aber wir müssen aufpassen, weil unsere Enderperle kann kaputt gehen. Ja, also wir bemerken, guck mal, wir wissen auf jeden Fall, dass die Enderperle gesagt hat, dass wir hier in die Richtung müssen. Wenn wir aber nochmal die Enderperle werfen und die Enderperle geht nicht nochmal in die Richtung, wo sie vorhin gezeigt hat, bedeutet das eigentlich quasi, dass wir dran vorbeigelaufen sind. So. Ja, wie cool. Ich chill einfach hier. Genau, du kannst übrigens Shift drücken, dann kannst du aussteigen aus dem Boot. Ah, ja, okay. Nicht schlecht. Hey, ja, lass uns mehr Boot fahren. Ich finde Boot fahren, nein. Ich bin direkt hinter dir. Ein Flugzeug wäre eigentlich ganz cool, oder? So ein Flugzeug oder so ein Auto. Also es kann sein, dass wir jetzt richtig lange laufen müssen. Ja, wir können uns schon mal ein paar Wanderlieder ausdenken. Oh, kennst du eins? Ja, es war einmal ein Schneemann. Schneemann. Aber schau mal, hier haben wir wieder einen weiten See, wo wir rüberfahren können. Also, das ist auch in dieselbe Richtung. Gibt es so richtige Meere in Minecraft? Ja, es gibt richtige Meere eigentlich. Wenn wir Glück haben, ist es sogar vielleicht ein Meer und dann müssen wir sogar fast gar nicht laufen. Zack, kann man hier kurz rein. Oh, bist du ins Loch gefallen? Ja. Hilfe, Hilfe. Wo bist du denn? Hilfe. Oh Gott. Hier, dreh dich um. Ich bin hier. Ich habe gerade gesehen, wie du da gestruggelt. Oh. Roman, ich dachte, ich ertrinke. Oder man kann ertrinken, ne? Ja, ja, auf jeden Fall kannst du ertrinken. Oh mein Gott, okay. Ja, genau. Ich wollte dich eigentlich vorwarnen, dass da so ein Loch ist, aber ich habe gedacht, ach komm,
Die Toni packt es. Hä, stell dir mal vor, weißt du, ich wär jetzt ertrunken einfach. Ich hätte gerade durch die ganze Hölle geschafft und dann wäre ich einfach ertrunken. Das ist ja so laut. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird uns vielleicht noch passieren. Vielleicht werden wir noch so an so einer dummen Sache einfach noch sterben. Nee, so. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Guck mal, jetzt können wir sogar ein paar mehr Meter sammeln. Das Ding ist so, guck mal, jetzt sind wir schon einige Meter gelaufen. Aber ich habe das Gefühl, meistens ist es schon immer so, dass so ein, dass so eine Reise recht lange gehen kann. Und also insbesondere bei Enderperlen, so wenn man die so wirft. Deswegen, ich würde sagen, wir fahren jetzt quasi nochmal über den gesamten Ozean hier. Und dann, sobald wir das so ein bisschen geschafft haben, können wir vielleicht nochmal, weil das ist eigentlich immer noch dieselbe Richtung, die wir gehen. Danach können wir nochmal die Enderperle werfen und wir müssen hoffen, dass die nicht kaputt geht. Hoffentlich. Okay. Weil manchmal platzt die nämlich in der Luft so und dann haben wir sie nicht mehr. Dann müssen wir einen neuen Enderman finden, von dem eine Perle bekommen und dann wieder ein Puder opfern. Oha, vor allem Enderman kommen nur nachts, oder? Manchmal gibt es sie auch tagsüber und dann stehen die meistens immer so unter einem Baum. Übrigens, jetzt gerade sind wir auf dem Meer und das da hier unten sind eigentlich alles Algen, die man auch alle abbauen kann. Und es gibt auch... Das ist so cool. Ja, guck mal, da ist jetzt sogar... Delfin, siehst du da? Guck mal, da unter uns ist ein Delfin. Ui, guck mal, er kommt sogar hoch. Oh! Was? Guck mal, wenn du ihm auch ein Item ins Wasser wirfst, dann spielt er eigentlich manchmal damit. Hä, das sind auch so riesige Quallen einfach. Ja, das sind Squids. Und guck mal, da siehst du? Guck mal, der hat gerade unser Item wieder hochgeworfen. Siehst du das? Warte. Oh! Okay. Ich sehe ihn gar nicht. Ja, der ist da unten einfach. Ah ja, genau. Und das hier ist ein Squid. Wenn du den tötest, dann kriegst du quasi Farbe, schwarze Farbe. Ja, ein Tintenfisch. Ja, wie cool. Tintenfisch halt einfach so. Und da unten haben wir, kannst du es erkennen, was es ist da, im Wasser, unter Wasser. Magma? Ja, und da ist unten drunter auch noch eine Kiste. Wollen wir die kurz holen? Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, wir sind gerade in den Strudel reingekommen. Okay, ja, lass uns die Kiste holen. Also kurz Shift drücken, dann stehst du vom Boot auf. So, und dann müssen wir jetzt tauchen, okay? Das hast du noch nie gemacht, gell? Oh mein Gott. Also, du gehst quasi... Ich dachte, man ertrinkt. Nee, du kannst schon ein bisschen unter Wasser bleiben. Du gehst runter, dann drückst du STRG, also ganz unten links, dann tauchst du sozusagen ganz runter. Ja, genau. So. Oh mein Gott, wie cool. Genau, jetzt gehen wir hier runter und dann unten an diesem Portal hast du dann quasi hier diese Kiste. Nein, ich sinke. Oh, ja, du bist in einem Strudel drin. Warte. Du musst aus dem Strudel... Oh nein. Ich sterbe. Okay, hoch. Warte. STRG drücken, Control drücken, damit du schneller hochschwimmen kannst. Schaffst du es? Okay. Du schwimmst da jetzt hin, schwimmst nicht in den Strudel rein, machst die Kiste auf und holst die Sachen daraus und dann kommst du wieder hoch, okay? Oh Gott, hey, ich fühle mich, als ob ich so einen Seepferdchenkurs gerade hätte. Komm, du schaffst das, Mann, du schaffst das. Okay. Aber ich krieg's noch nicht richtig hin mit dem Schwimmen, warte. Genau, Control, runter. So, und jetzt Richtung, du siehst die Kiste, oder? Nee, wo ist die Kiste? Doch. Okay, ich beeil mich. Da gehst du hin. So, an die Kiste ran. Weiter, tiefer. Rechtsklick auf die Kiste. Genau, holst das Wichtigste raus. Jawohl. Toni, du musst wieder hochkommen. Du hast keine Luft mehr. Schnell. SD, Control drücken. Oh, ich komm. Schnell. Ich schaff's. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Warte, okay. Ich muss kurz ins Boot. Oh, nein, du bist mit dem Boot in den Strudel rein. Okay, alles gut. Achso. Oh mein Gott. Oh, okay, warte, ich muss kurz was essen, Alter. Ich hab nur noch 3 Leben. Alter, was war denn da in der Kiste drin? So. Eisen war drin? Obsidian. Ey, du hast aber voll viel liegen lassen, Mann. Ja, ich bin nicht so schnell. Ich versuche es schneller zu machen. Okay. Oh, aber ich glaube, es wird dunkel. Wo bist du? Du bist bei mir. Ja, schwimm weiter, genau. Okay. Ui, Leute. Oh, guck mal, der schwimmt sogar her, der Delfin. So. Oha, guck dir mal den Sonnenuntergang. Ich kann mich nicht ganz hindrehen. Oh, ja, du kannst F5 drücken, dann kannst du so in die Kamera drehen. Ja. Aber nicht. Guck mal, schon nice, ne? Richtig süß. Doch, so kann ich das an. Oha, es sieht so schön aus. Oh, guck mal. Siehst du da unter Wasser? Da ist jetzt wieder etwas, was so leuchtet. Und da sind auch Ertrunkene. Hier. Oh mein Gott, wir wurden gerade abgeworfen. Lass mal hier abhauen. Oh mein Gott. Okay. Alles entspannt. Wir hauen hier ab. Das ist eine einsame kleine Insel. Oha, wir werden jetzt auf dieser einsamen kleinen Insel. Oh, ja, warte. Ich würde schon sagen, dass wir hier überleben können. So, guck mal hier. So, ist doch gemütlich hier, oder?
Cool. So hab ich's noch nicht. Es kann sein, dass uns Zombies angreifen übrigens. Ah, nee. Ach, oh, perfekt. Wie krass, Alter. Okay. Jetzt haben wir einfach draußen geschlafen. War cool, oder? Das ist schon eine coole einsame Insel. Aber zum Glück haben wir... Hä, wenn jetzt unser Boot kaputt gehen würde und wir kein Holz hätten, würden wir nicht mehr zurückkommen, oder? Doch, wir können schwimmen. Komm, lass mal gucken, wo zeigt die Enderperle? Soll ich die Perle werfen? Ja. Okay. Da lang. Hä, kommen wir nicht von da? Hey, wir kommen von da. Hey, und wir haben sie wieder bekommen. Ich hab sie. Hey, okay, wir sind gar nicht so weit weg. Okay, steig ein. Treffen wir jetzt gleich auf den Drachen? Ja, genau. Also wenn wir dann sozusagen gleich den Drachen treffen. Was? Ja, du musst dann einfach das Schwert nehmen, einfach direkt reinkämpfen. Sofort. Nein. Der wohnt im Wasser einfach. Der kommt aus dem Wasser raus und dann so. Nein. Nee, wir finden dort nicht den Drachen direkt, sondern das Enderdrachenportal. So wie das Höllenportal? So wie das Höllenportal, nur dass dieses Portal deutlich schwerer ist zu finden, ne? Und das musst du auch noch aktivieren, okay? Oh, warte mal. Oh Gott, okay, das muss ich dir nochmal kurz zeigen. Da haben wir wieder was gefunden. Guck mal, da drinne wohnt auch ein Boss. Siehst du das unten im Wasser? Siehst du das da? Alter, ja, das sieht aus wie so Atlantis oder Das was. Ist ein bisschen so wie Atlantis. Und da drinne sind quasi so... Guardians heißen die. Siehst du, da sind so kleine Kugeln drin. Und da drinnen wohnt auch ein Boss. Und dieser Boss ist einfach unter Wasser. Und den muss man auch, den kann man auch besiegen. Das sind einfach wie solche Kugelfische, sehen die aus. Das sind quasi wie... Oh, hast du das bekommen? Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott, was war das? Das war's, wir sterben jetzt. Okay, das war's. Wir sind zu weit gegangen. Nein, war Spaß. Ey, du machst mir so Angst die ganze Zeit, Mann. Ich denke die ganze Zeit, wir sterben. Oh mein Gott. Also, was wir jetzt da bekommen haben, also dieser Dungeon ist richtig schwer. Wir haben jetzt Mining Fatigue bekommen. Und Mining Fatigue bedeutet, dass du jetzt quasi nichts mehr abbauen kannst. So, du bist quasi, also du kannst quasi einfach nichts mehr abbauen. So, Wie lange? Noch 4 Minuten und 20 Sekunden. Hä, und deshalb kommen da solche Sachen irgendwie aus mir raus? Genau, du hast jetzt so also du hast einen Debuff sozusagen. Jetzt können wir erstmal ein paar Minuten nichts mehr abbauen. Es ist so verrückt. Immer wenn ich glaube, ich habe es so halbwegs verstanden, kommt irgendwas komplett Neues, was dann passiert. Und ich kraft's gar nicht. Aber okay. Ja. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange wir jetzt noch geradeaus fahren sollten, aber vorne ist wieder eine Insel, da können wir eigentlich pennen. Also wir sind jetzt quasi schon den zweiten Tag unterwegs. Also was wir jetzt machen können, ist auch so vielleicht, weil ich weiß jetzt nicht, wie weit es jetzt noch geht mit diesen Enderperlen. Wir können nochmal gucken, wo sie hinfliegt. Warte mal. Komm, wir checken es mal. Vielleicht geht sie kaputt, vielleicht nicht. Aber vielleicht geht sie kaputt. Okay. Oh Gott. Hey, wo ist sie hin? Wo ist sie hin? Hey, da lang. Ah, da. Okay. Da lang. Oh! Wir haben sie wieder. Oh, zum Glück, ey. Da ist was! Da ist was! Da ist ein Ding! Okay. Ja, mach ihn. Okay. Denk dran, immer ein bisschen langsamer schlagen, dann machst du mehr Schaden. Immer so in Stößen schlagen. Jawohl. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Warte mal, lass mal hier kurz auf den Baum drauf gehen. So. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Was denn? Als wir, die Enderperle ist jetzt gerade nach da gegangen. So. Und das ist nicht natürlich, weil vorhin, als wir geschmissen haben, ist sie nämlich noch hier in die Richtung dorthin gegangen, wo die Kürbisse da hinten gerade sind. Heißt es, ist es irgendwo hier? Weiß ich nicht. Entweder wir sind vorbeigefahren, aber wir kommen von da und jetzt zeigt sie auf einmal nach da. Das ist ein Zombie! Oh Gott, warte, ich kann es. Ich habe alles unter Kontrolle. Weißt du noch, als du gesagt hast, dass der, ob der explodiert? Das ist richtig gut gewesen. Ja, es war schwierig am Anfang. Die sind immerhin beide grün. Okay. So, das, warte mal. Ja, easy. Ja, kommen wir für Zombies. Okay. Ja, die werden jetzt die ganze Zeit auf uns zukommen. Aber ist nicht schlimm. Deswegen gehen wir immer auf einen Baum, weißt du? Baum safe. Pass auf, was wir machen können. Ich probiere jetzt kurz was aus. Wenn ich den jetzt... Oh, er fliegt wieder zurück. Toni, wir sind da. Was? Ist er geplatzt? Er ist geplatzt. Toni, wir sind da. Aber wo denn? Ich weiß wo es nicht. Denn? Also irgendwo hier im Boden. Irgendwo hier im Boden muss es sein. Okay. Warte, ich kill kurz noch den Zombie. Stirb. Toni, das bedeutet, dass wir jetzt schon... Wir sind eigentlich noch gar nicht bereit, den Ender Dragon zu machen. Aber ist okay. Wir werden jetzt erstmal nur den Stronghold angucken, okay? Oh, guck mal, da ist ein Ertrunkener. Oh Gott, okay. Ich dachte gerade, das wärst du und war so, warum sieht das so aus? Aber
Kann ich den töten? Tötet er mich? Ja, der tötet dich auch. Also er will dich töten. Guck, er sagt die ganze Zeit, ich möchte dich töten. Oh Mann, jetzt sind hier überall Zombies. Aua. Warte. Oh Mann, da kommen ja nochmal zwei. Okay, warte. Nach den zwei können wir schlafen. Platziere schon mal dein Bett. Oh nein, jetzt hast du mich runtergehauen. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Danke, tut mir so leid. Ich wollte das nicht. Okay. Oh nein, okay, warte, mein Bett. Können wir jetzt pennen? Ja, okay. Gute Nacht, Junge. Eine monsterfreie Nacht. Oh mein Gott. Okay, okay, so Toni. Entspannt, okay. Wir müssen jetzt was wagen. Wenn wir jetzt Glück haben, haben wir einfach hier unter uns diese City. Bau mal im Zickzack wie eine Treppe sozusagen runter. Hä, wie cool. Ich habe noch nie eine Treppe nach unten gebaut. Okay. Und wie findest du es von 1 bis 10? Wie witzig ist es, so eine Treppe nach unten zu bauen? Ich würde sagen, es ist so eine 3 eigentlich. Eine 3, okay. Mach mal warte, ich brauche mal eine Fackel. Ja, ich kann dir gleich wieder welche setzen. Ich baue nur kurz einen Höhleneingang, damit wir nicht zu schnell sterben. Bin mir nur nicht sicher, wie tief das Ding Leute. Ist. Also es ist wirklich hardcore. Wirklich richtig hardcore. Da, aber dafür, ey, du kannst dann sagen, Toni, dass du gleich das erste Mal, wenn du Minecraft gespielt hast, hast du sofort hardcore gespielt und du hast sofort den Ender Dragon gemacht. Wir sind jetzt bei 39. Ah, ich würde vielleicht so ein bisschen ab hier. Kannst du vielleicht hier sozusagen weitergraben? Ja, weil wir sind jetzt schon so tief. Die normale City, wo man meistens immer dieses Enderportal finden kann, das ist meistens immer auf einer höheren Höhe. Weil wenn du weiter runter gehst, dann kommst du sozusagen dort wieder hin, wo diese Steine so dunkel wurden. Weißt du noch, als wir in dieser einen Höhle da drin waren? Ja. Irgendwo hier im Boden müsste es auf jeden Fall sein. Oh, du, Leute, hast du wieder Erde gefunden? Okay, ich baue mal einfach in die Seite da. Oh, was? Hier ist wirklich Erde. Jetzt müssen wir hier alles absuchen. Oha. Guck mal, ich gebe dir auch noch mal ein paar Fackeln mit. Ja, ich habe nämlich keine. Ich habe keine Fackeln. Keine Sorge, ich hab dich. Ich hab dich. Oh. Weißt du noch, als du deinen ersten Diamant gefunden hast? Wie sich das angefühlt hat? Ja, Mann. Oh mein Gott. Okay. Let's go, dude. Ach so. Oh, komm. Was passiert? Ich bin auf etwas gestoßen. Das ist nochmal ein anderer Stein hier. Und das hier was denn? Ist das der... Nein, nicht der. Der hier. Siehst du das? Dieses Moos da? Das sind so Backsteine, die da hingelegt wurden, ne? Vor einigen tausend von Jahren. Und dahinter befindet sich eine geheime Bibliothek. Oh mein Gott. Hä? Nice, Alter, oder? Nein. Hä, das ist einfach jetzt so in der Erde. Das ist in der Erde. Das ist das, was wir gesucht haben mit dem Auge. Das hat uns sozusagen hierher gelockt, so. Weißt du, was ich meine? Alter, wie krass. Okay. Das wir haben es gefunden. Das ist das. Du bist richtig. Oh, Alter, wie krass. Das finde ich cool. Weil das hier ist sozusagen eine geheime alte Bibliothek. Und guck mal, da ist sogar noch eine Kiste. Oh, nice. Schau. Cool, ne? Ich will den haben. Ja. Oh, wow. Okay, nicht schlecht. Hier ist ein richtig gutes Enchantment-Book mit Efficiency 4 und Multishot. Oh, das ist so nice. Was ist das Buch? Was bringt uns wir das? Wir können unsere, später wenn wir gegen, ich zeig dir das später, aber wir können unsere Items verzaubern, sodass die noch besser werden. Ne? Guck mal, hier vorne ist die Tür. Ich hab mich verlaufen. Hä, das ist voll das Labyrinth. Einfach, ja. Wo bist du? Ah, da, wo bist du? Hier bin ich. Andere Seite. Ja, genau. Hier. Hallo. Guck mal, und das da ist jetzt übrigens, das ist wie so eine Art Kerker hier. So. Und in diesen Kerkern, das sind wie so Gänge. Und da kann man so quasi, hier kann man quasi den Eingang, achso, guck mal, rechts von dir, wenn du da guckst, ist da so ein Knopf. Genau. Da kannst du den aufmachen. Hey. Ja, genau. Komm, du schaffst es, Toni. Ja! Okay. Achso, das ist nur ganz kurz offen. Ja, das ist so ein schneller Knopf sozusagen. Weil was wir jetzt suchen, wenn wir das in der Folge schaffen, das ist krass. Wir müssen quasi den Eingang zu diesem Enderportal jetzt finden. So. Und dafür muss man hier vorsichtig durch diesen Bereich hier laufen und den Eingang suchen. So funktioniert es eigentlich. Genau. Wir müssen jetzt quasi einfach nur den Eingang... Das ist einfach so eine Wendeltreppe hier. Wie cool. Oh, ist es das zufällig? Ne. Ja, wir müssen auch gucken, dass wir uns nicht verirren, ne? Kannst du mich finden? Hä, renn nicht weg! Oh. Ich hab dich. Hä, so wie bei Wobblies Life. Haben wir auch Verstecken gespielt. Schon gruselig ein bisschen hier drin, oder? Guck mal, kannst du hier so eine Brücke rüberbauen. Richtig, der Service, Alter, der Noob-Service.
Echt, aber ich krieg eh den kompletten Noob-Service hier. Das ist echt der Noob-Service. Du bist richtig carried, Mann. Also, oh, sind wir hier von oben gekommen? Boah, ey, frag mich nicht, Mann. Ich hab gar keine Orientierung mehr. Du hast einfach schon richtig früh aufgegeben, einfach nachzudenken, gell? Ja. Okay, ziemlich viel dafür. Verantwortung liegt hier bei dir rum. Ja, ich merk's. Dabei bin ich hier gar nicht gut in Verantwortung, warte mal. Da kann man noch lang gehen. Okay. Runtergehen. Zurück. Ich hab's einfach gefunden. Ist da was Gefährliches? Da war's gerade. Okay. Okay. So, bist du bereit? Okay, unten. Ich bin komplett entspannt, ja. Pass auf, kennst du Silberfische, die man manchmal so in der Wohnung hat? Die so im Badezimmer manchmal sind? Silberfische? Genau, hörst du das? Guck mal, wenn du dir das hier anguckst. Ja, ich kenne die schon aus meiner... Sie kommen hoch! Okay, du kannst sie einfach angreifen, dann sterben die. Die sind nicht stark. Irgendwas greift mich an? Ja, die können sich... Pass auf, genau. Das ist ein Silberfisch. Und du musst aufpassen. Die sind voll eklig. Ja, das Problem ist auch, die kommen aus den Blöcken raus. So, die können sich in die Blöcke reinfressen und dann kommen die immer wieder raus. Oh nö. Genau. Essen nicht vergessen, damit du genug Leben hast. Alter, ist hier jetzt alles voll, Mann. Hier ist alles voll. Ja, deswegen aufpassen einfach. Genau, iss einfach, damit du was an Leben hast. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt hier gerade passiert. Alter, also ich verstecke mich gerade hier, Mann. Das ist viel zu krank. Okay. Also, puh. Ah, hinter mir. Oh Gott, ich komm wieder. Okay, du musst sie einfach töten. Aber greif nicht mich an. Ja, hey, du hast mich aber auch gerade geboxt, Mann. Okay. Warte, hier ist der Spawner von denen. Ich habe den jetzt kurz abgebaut. So, okay. Boah, ey, man kann hier keine Sekunde entspannen. Man wird die ganze Zeit angegriffen. Oh mein Gott. Willst du ein entspanntes Spiel spielen? Okay, nach der Aufnahme spielen wir ein bisschen Tetris. Okay. So, jetzt können wir durchatmen. Okay, Tony. Willkommen hier zum Ender Dragon Portal. Oh mein Gott. Na? Das ist es? Ja, genau. Also. Alter, wie krass. Aber wo ist jetzt der Drache, Roman? Also pass auf, das hier ist nur der Portalraum, den haben wir jetzt gefunden. Ach so. Und ich muss schon sagen, dass ich das eigentlich schon ganz gut finde, dass wir den gefunden haben, weil ich nicht gedacht habe, dass wir das schaffen. Wir haben es geschafft. Und das bedeutet jetzt, dass wir jetzt hier noch etwas zu tun haben. Und zwar, du siehst diese Augen hier und wir haben hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Enderaugen. Oder 9 Enderaugen. Und wir haben noch genau 9 Blaze Powder, um dann dementsprechend dieses Portal hier zu aktivieren. Oh mein Gott. Das heißt, wir aktivieren es jetzt? Nein. Wir brauchen die Augen dafür. Und ich hab die nicht. Und du auch nicht. Und das ist eine Aufgabe von einer anderen Folge. Meine werten Damen und Herren, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr heute zugesehen habt. Falls es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Gebt einen Daumen nach oben für Toni, dass sie sich hier so eingesetzt hat, heute Boot gefahren ist. Dann hat sie heute getaucht. Dann hat sie nochmal das einfach alles gemacht. Das war krass. Ey, es war ein langer Tag, Leute. Es war ein langer Tag. Meine werten Damen und Herren, das war's mit der heutigen Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute. Und ciao. Ciao.